chapter 3, section 4, water baptism, supplemental notes. So, das sind jetzt noch Bemerkungen, die sehr wichtig sind zu dem Kapitel Wassertaufe. We are going to look at some baptism basics. Und wir schauen uns jetzt einige Grundwerte an. The who, what, when, where, why and how of baptism. Wo, wie, warum, wann und wo über Taufe. Well, let's start off with the first question. So what is baptism? So die erste Frage ist, was ist Taufe? It's a command of Jesus, not a suggestion. Erstens einmal, es ist ein Befehl Jesu, kein Vorschlag. It's a church ordinance, that means a ceremony of the church. Und es soll in der Gemeinde Jesu vollzogen werden. There are two church ordinances, baptism and communion. Und das sind zwei Ordinances, zwei Aufgaben der Gemeinde, und zwar Taufe und Kommunion. Baptism is a public declaration or allegiance to Jesus Christ. Und Taufe ist eine öffentliche Erklärung meiner totalen Verbindung mit Jesus Christus. It shows devotion and loyalty to Jesus Christ. Es zeigt uns die Hingabe und die Treue an Jesus Christus. It's a symbol. Es ist ein Symbol. It's visibly showing and teaching invisible things. Es zeigt sichtbar und lehrt unsichtbare Dinge. I love saying that baptism is an outward sign of an inward change. Und ich sage, Taufe ist ein äußerliches Zeichen von einer innerlichen Veränderung. I want to be very clear. Baptism does not save you. Und ich möchte jetzt hier sehr klar sein, Taufe rettet dich nicht. When I get baptized, I do not join the family of God at that moment. Wenn ich mich taufen lasse, werde ich nicht ein Mitglied in dem Moment der Gemeinde Jesu, der Familie Gottes. My salvation is by grace through faith, as spoken of in Ephesians chapter 2. Und meine Erlösung ist durch Gnade und Glauben in Jesus Christus. Davon lesen wir in Epheserbrief 2, 8 und 9. Actually, a person can still go to heaven even if they haven't been baptized. Und ein Mensch kann auch noch in den Himmel kommen, ohne dass er zuvor getauft wurde. I mean, think about the thief on the cross next to Jesus. He had no opportunity, once he professed belief in Jesus, to get baptized. Und der Dieb zur Seite Jesu, der mit ihm gekreuzigt wurde, auch der hatte keine Gelegenheit, noch vor seinem Tod getauft zu werden. But of course, baptism is a good work that follows my salvation, and we should take that step of obedience. Also, Taufe ist ein Gehorsamschritt, der unserer persönlichen Erlösung folgt, und den sollen wir auch machen. Sometimes I'm asked, am I allowed to be rebaptized or baptized again? Und manchmal werde ich gefragt, kann ich noch einmal getauft werden? Well, in Acts chapter 19, verse 3 up to 5, we read about that happening. Und im Apostelgeschichte 19, 3 bis 5, lesen wir davon, dass das geschehen ist. And some cases that I would say where that might be applicable to you. Und da gibt's einige Situationen, die vielleicht auch für dich zutreffen. Is if previously you were baptized when you were ignorant or forced or manipulated into it. Also das kann sein, dass du vorher zu einer Taufe manipuliert wurdest oder so gezwungen wurdest von der Religion her. For instance, maybe you were sprinkled as a baby. Well, that really wasn't your choice. It was the choice of your parents. Zum Beispiel, du wurdest als Baby getauft mit ein paar Wassertröpfchen. Das war nicht deine Wahl. Das war eine Entscheidung deiner Eltern. So I would encourage you now as an adult who professes and believes in Jesus Christ to get baptized of your own free choice. Und jetzt würde ich dir sehr raten, als erwachsener Gläubiger, diesen Glaubensschritt aus deiner Entscheidung zu machen und dich durch Untertauchen und ein Auferstehen mit Jesus noch nachzuvollziehen. Or perhaps previously you were baptized into a cult or into a denomination or group that was not teaching clear doctrine from the Bible. Well, then you can be baptized again when you know the truth. Oder du wurdest in einen Kult getauft oder auch in eine Religion, die dich gezwungen hat und du warst aber da, dir nicht bewusst, was da eigentlich geschieht. Da kannst du auch eine Taufe ganz klar in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi noch einmal mitmachen.
That brings us to our second point, how to baptize. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, wie taufen wir? Baptism comes from the Greek word baptizo. Und das Wort Taufe kommt von dem griechischen Wort baptizo. Which means immersion in water. Und es heißt, wörtlich übersetzt, untertauchen im Wasser. To dip, to fully submerge in water. Und zwar jemanden direkt ins Wasser unterzutauchen. You know, immersion gives a visual that sprinkling does not. Und dieses Untertauchen gibt dir ein Bild, was das bisschen Tröpfchen Wasser nicht gibt. When water covers you, it's like being buried. Wenn Wasser dich total bedeckt, das ist ein Symbol von Begräbnis. When you emerge, it's like the rising from the dead. Und wenn du herauskommst aus diesem totalen Untertauchen, ist es wie eine Auferstehung vom Tod. Symbolically, it shows dying, being buried and resurrecting. Und symbolisch drücken wir aus, wir sind gestorben mit Jesus Christus, wir sind begraben worden mit ihm und stehen jetzt in ein neues Leben auf. I have died to one kind of life and I rise to another. Ich bin dem alten Leben gegenüber gestorben und ich stehe auf in ein neues Leben. Another thing, when we talk about how to be baptized, we say, well, we should be baptizing with authority. Und dann, wie sollen wir noch taufen? Wir sollen mit Autorität taufen. In Acts chapter 2, verse 38, we see baptizing in the name of Jesus. Im Apostelgeschichte 2:38 sehen wir sollen taufen im Namen Jesus. In Matthew chapter 28, verse 19, we see baptizing in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. In Matthäus 28:19 sehen wir, dass wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen sollen. In Romans chapter 6, we see being baptized into the death and resurrection of Jesus Christ. Im Römer 6:3-4 sehen wir, dass wir in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi getauft werden. Well, before we get too caught up in these things, you know what? Methods may vary, but they need not divide us. Bevor wir uns da hier noch zersplittern in verschiedenen Meinungen, ihr Lieben, die Methoden mögen verschieden sein, aber deshalb sollen wir uns nicht trennen lassen als Christen. Are you holding on to traditions or are you going to stick to the Word of God? Willst du den Traditionen treu bleiben oder dem Wort Gottes? Third question that we want to ask ourselves about baptism is, who should be baptized? Und die dritte Frage sollte sein, wer sollte getauft werden? And who should do it? Who should be the one baptizing? Und wer sollte uns taufen? Well, the one to be baptized should be a Christian, a born-again person. Und die Person, die wir taufen sollen, sollte schon ein wiedergeborener Christ sein. The ones who have been taught about Jesus and the truth about salvation in him. Und die, die schon die Wahrheit über Jesus Christus erfahren haben und die Schriftstellen über Taufe kennen. There's something called a believer's baptism. Und das nennen wir eine Glaubenstaufe, die Taufe eines Gläubigen. And that's what I see in the scriptures. It's a free choice by someone who understands what they're doing. Und ich sehe das aus dem Wort Gottes. Es ist eine freie Entscheidung, eine freie Wahl von jemandem, der versteht, was er auch wirklich damit tut. So the person is not an infant, because an infant can't really choose for themselves. So ist die Person, die wir taufen, sollte kein kleines Kind sein, kein Baby sein, weil die wissen noch, die können sich noch nicht entscheiden. It's not an unbeliever, because then baptism won't have no meaning to them. Es sollte kein Ungläubiger sein, denn sonst hat die Taufe keine Bedeutung für ihn. And it's not for someone who doesn't understand, otherwise they're ignorant of what they're doing. Und es soll auch nicht jemand getauft werden, der überhaupt nicht versteht, um was es geht, denn die kommen dadurch nichts weiter. And it should be done by another believer. Und die Taufe soll geschehen durch einen anderen Gläubigen. Now usually that's a pastor or a discipler or a mentor or the person who led you to Christ. Im Normalfall ist es entweder der Pastor oder ein Jünger oder ein Mentor oder die Person, die dich zu Jesus geführt hat. In my opinion, it's best for it to be the person who will be responsible for you, who will help follow up with you and help you to grow in Christ. Und am besten ist für mich die Person, die dir dann hilft, weiterhilft nach der Taufe, als Mensch in Christus zu wachsen. But as a disciple of Jesus Christ, aber als Jünger Jesu, I have the authority to baptize, and that's been given to me by Jesus Christ himself.
Und als Jünger Jesu habe ich die Autorität zu taufen. Diese Autorität wurde mir durch Christus selbst gegeben. Jesus commanded us to go and make disciples and to baptize them and then teach them. Jesus Christus selbst hat uns den Auftrag gegeben, Jünger zu machen, sie zu taufen und sie zu lehren. So when I'm baptizing, I'm acting on behalf of my King and I'm just following his orders. So wenn ich taufe, dann taufe ich eigentlich im Namen des Königs aller Könige und ich folge seinen Anweisungen. Our fourth question is, when should I be baptized? Und die vierte Frage ist, wann soll ich getauft werden? Scripture shows us over and over again it is at or near conversion. Und die Schrift, das Wort Gottes zeigt uns immer wieder, die Taufe soll geschehen nach unserer Bekehrung. That means without delay. Und das heißt ohne langen Verzug. Remember in Acts chapter 2 verse 41. Und wir erkennen in der Apostelgeschichte 2:41. After the people heard the message and their heart was touched, they got baptized right away. Nachdem die Menschenmenge den Petrus gehört hat, die Botschaft empfangen hat, haben sie sich sofort taufen lassen, 3000. In Acts chapter 8 verse 36, we see all the way up to 38, Philip, he baptizes the Ethiopian eunuch as they're even on the way. Und in Apostelgeschichte 8:36 bis 38 lesen wir, dass Philippus den Äthiopier direkt nach seiner Bekehrung sofort getauft hat, auf dem Weg. In Acts chapter 9 we read about Saul's conversion on the road to Damascus. In Apostelgeschichte 9:9 und 18 lesen wir von der Bekehrung des Saulus. And then we read about how 3 days later he was baptized. Und dann 3 Tage später wurde er getauft. In Acts chapter 16 verse 32 to 33. Und im Apostelgeschichte 16:32 bis 33. We read about the Philippian jailer hearing the message of salvation and then he and his whole family getting baptized that very night. Da lesen wir über den der Gerichtsarbeiter, der getauft wurde in derselben Nacht, in dem er die frohe Botschaft angenommen hat. So give a new believer an opportunity to walk in obedience right away. So gib jedem Gläubigen die Gelegenheit, sofort im Glauben diesen Schritt zu machen. Start teaching that obedience should happen right away. Und fang an zu lehren, dass der Gehorsam nach der Bekehrung sofort umgesetzt werden soll in Taufe. So here comes the question, why would you delay? Und hier kommt die Frage, warum willst du verzögern? What reason do you give not to obey? Welchen Grund hast du, nicht zu gehorchen? Are you willing to be baptized even right now? Bist du bereit, getauft zu werden durch Untertauchen jetzt? I hope your answer is yes, if you haven't been already. Ich vertraue, wenn du noch nicht getauft bist in Untertauchen im Wasser, dann, dass du jetzt bereit bist. Now another question we look at is where to be baptized. Die nächste Frage ist, wo sollen wir getauft werden? Well, preferably it should be done in a public place where people can witness. Und es wird bevorzugt ein öffentlicher Platz, wo die Menschen Zeugnis geben können, die Zuschauer. You see, it's a testimony to the lost and it's an encouragement to the faithful. Und die Taufe ist wirklich ein Zeugnis für die Verlorenen und eine Ermutigung für die Treuen. I would say if it's possible, you would do it with your church family watching and encouraging you. Und wenn es möglich ist, dann solltest du die Taufe haben mit deiner Kirchengemeinde, die dir zuschaut. Your pastor, your home church, your fellowship, they can witness and rejoice and then help you to grow in Christ. Und dein Pastor und deine ganze Gemeinde kann das dann als Zeugnis empfangen, sich darüber freuen und dann aber auch die Verantwortung für dein Wachstum übernehmen. You know, the type of water really doesn't matter. Also, welches Wasser du getaucht wirst, ist eigentlich nicht so wichtig. Whether it's flowing water or stagnant water, salty water or fresh water, really none of that matters. Ob es fließendes Wasser ist oder stehendes Wasser oder schmutziges Wasser oder frisches Wasser oder salziges Wasser, das zählt nicht. You know, even the type of place doesn't matter. Auch der Ort ist nicht wesentlich, wo du getauft wirst. So long as there's enough water to immerse you. Solange dort genug Wasser ist, um dich unterzutauchen, it can be a baptismal, kann sein, dass es ein Taufbecken ist, a swimming pool, ein Schwimmbad, a bathtub, eine Badewanne, a pool, ein
A lake, a river, an ocean, a beach, anything. Ein See, ein Fluss, ein Strom, ein Ozean. Überall kannst du getauft werden. The important thing is what's going on inside of your heart. Das Wichtige ist, was geschieht in deinem Herzen. That brings us to our last question. Why should you be baptized? Und das bringt uns jetzt zur letzten Frage. Warum sollten wir getauft werden? You should be able to give a biblical reason why you're being baptized. Du solltest ein biblisches Fundament haben, warum du getauft werden sollst. Do you know what you're doing? Weißt du überhaupt, was du tust? Do you know why? Weißt du, warum du es tust? Can you answer the question, why are you being baptized? Und kannst du die Frage beantworten, warum sollst du getauft werden? Well, here's a list of some answers that you could give. It's not exhaustive, but it gives you a sample of some of the type of answers. Ja, ich gebe dir hier 6 Beispiele, warum du getauft werden sollst oder Gründe. You could say, hey, I want to obey Jesus. Das ist nicht erschöpfend, aber erstens, ich will Jesus gehorchen. I want to follow his example. Ich will seinem Beispiel folgen. I want to show a public declaration of my faith. Ich möchte ein öffentliches Zeugnis geben über meinen Glauben. I want everyone to know that I believe and follow Jesus Christ. Ich möchte, dass jeder glaubt und sieht, ich folge und glaube Jesus. I want to show the world that I am totally committed to Jesus. Und ich will der Welt zeigen, dass ich vollkommen Jesus gehöre. It could be a demonstration of the truth that I know. Und es kann eine Demonstration von der Wahrheit sein, die ich weiß. Hey, I've died to my old self and now I'm starting a new life with Christ. Und zwar diese Botschaft ist, ich bin mit Jesus Christus gestorben und jetzt fange ich ein ganz neues Leben an. I want to show that I've repented. Ich möchte zeigen, dass ich Buße getan habe. I've had a change in my mind. I'm having a change in my life. I'm going in a different direction now. Ich habe eine totale Veränderung in meinem Leben. Ich gehe in eine neue Richtung. I want to show everyone that my sins are washed away by the blood of Jesus Christ. Ich will der Welt zeigen, dass meine Sünde weggewaschen sind durch das Blut Jesu Christi. I want to show the circumcision of my heart. You know, I've had a heart change. Ich möchte den Menschen die Beschneidung meines Herzens zeigen. Ich habe ein verändertes Herz. Some other reasons to be baptized might be for the accountability purposes. Und vielleicht möchtest du auch, accountability. Du willst etwas zeigen, du willst zu dem stehen, was geschehen ist. Du willst zeigen, ich beginne ein neues Leben. Hey, I'm being baptized today. Now I'm giving all of you the opportunity to hold me accountable to living this life with Jesus Christ. Und wir machen es in der Öffentlichkeit, um auch den Leuten zu sagen, ich habe jetzt ein neues Leben begonnen und ich möchte, dass ihr mich auch verantwortlich macht oder mich beobachtet, ob ich dieses neue Leben lebe. All of you that are witnessing my baptism can now say, hey, are you going to change? Und alle, die mich jetzt beobachtet haben, in dieser Taufzeremonie, haben das Recht, mich zu fragen, bist du bereit, dich zu verändern? And your answer should be, yes, you can expect me to change. Und deine Antwort sollte begeistert sein, ja, ich will ein neues Leben. I agree with what the Bible teaches and I want to obey Jesus Christ. Und ich stimme überein mit dem, was die Bibel sagt, und ich will Jesus Christus. To follow this teaching very well, click on the link below to get the supplemental notes. That way you can follow with us. Damit du jetzt dieser Lehre gut folgen kannst, wäre es wichtig, dass du die Unterlagen dir herunterladest von dieser Botschaft. Wir werden es auch auf Deutsch übersetzen, damit du gut nachkommst und es auch gut weitergeben kannst. Walk by the Spirit. Zechariah 4:6 says, Lo v'chayel, v'lo v'choach, im baruchi, amar Adonai Tzavaot. It's not by might, and it's not by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss. Zechariah 4:6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen.